Ich darf noch Grüße ausrichten. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, die Frau Ministerin musste ja leider schon weiter. Ich darf von ihr aber ganz, ganz liebe Grüße noch einmal ausrichten und eine Einladung aussprechen. Und zwar, die Frau Bundesministerin möchte euch gerne ins Bundeskanzleramt einladen. Wann wird noch alles genau stattfinden? Also ihr werdet dann noch Informationen dazu bekommen, aber die Einladung ist hiermit ausgesprochen. Außerdem darf ich noch einmal daran erinnern, bitte nicht vergessen, das Video des heutigen Vormittags, das gibt es auf der einen Seite in der Mediathek des Parlaments und auf der anderen Seite in der Mediathek des ORF. Hier ist es eben 7 Tage lang anzuschauen, damit man den Vormittag vielleicht selbst noch einmal Revue passieren lassen kann. Ich nehme es mal so, wie der Herr Präsident gerade gesagt hat, es war ein spannender Vormittag, es waren spannende Stunden und ich glaube, diese Stunden lehren uns, die wir vielleicht auch manche jung geblieben sind, aber vielleicht nicht mehr ganz so jung sind, wie diese jungen Erwachsenen, die hier gesessen sind. Ohne die Jugend von heute gibt es kein Morgen. Und der Aristoteles hat angeblich mal gesagt, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Ich glaube, da hat sich in den letzten 2340 Jahren einiges geändert und daraufhin können wir wirklich sehr, sehr stolz sein. Chapeau, Fabian, Valentina, Elodie, Hans, Martin, Alexandra, Miriam und Larissa, euch noch einmal einen riesigen Applaus für diesen heutigen Vormittag. Macht so weiter und hört nicht auf. Hören wir mehr auf die Jugend, denn sie hat großartige Ideen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und kommen Sie gut nach Hause, kommt ihr gut nach Hause. Vielen Dank. Und alles Gute für die Matura. Meine Damen und Herren, der Dialog des österreichischen Bundesrates mit der Jugend zur Zukunft Europas, der ist zu Ende gegangen. Vom Einstimmigkeitsprinzip bei europäischen Entscheidungen bis hin zu mehr Europa für Österreichs Lehrlinge haben wir ernsthafte jugendliche Stimmen gehört. Die Ergebnisse der heutigen Veranstaltung, die werden als Beitrag des Bundesrates zum Zukunftsdialog der Europäischen Kommission übermittelt werden. Im Anschluss begrüßt Sie jetzt Rainer Reitzamer bei ORF 3 aktuell. Ich danke sehr für Ihr Interesse. Bis bald und auf Wiedersehen. Das